Herzlich willkommen. Als vor 2,5 Jahren in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt wurde, zählte auch die AfD zu den Gewinnern. Erstmals zog sie mit einer Fraktion in die Bürgerschaft ein. Die Hälfte der Legislaturperiode ist also um. Zeit für eine Zwischenbilanz. Heute mit dem Fraktionschef, dem Landesvorsitzenden und dem Hamburger Spitzenkandidaten der AfD für die kommenden Bundestagswahlen, Bernd Baumann. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Grüß dich, Herr Schalter. Mit Berlin warten wir noch ein bisschen, fangen wir mit Bilanz an. 2,5 Jahre. Was ist denn Ihr Fazit in Bezug auf die eigene Fraktion? Hat es sich gelohnt? Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass eine neue Kraft hier in die Parlamente gekommen ist, in Hamburg und auch in den anderen Parlamente. Wir haben hier Themen gesetzt, dass man Einwanderung nicht grenzenlos machen darf, dass man innere Sicherheit stärker berücksichtigen muss. Da sind die anderen Parteien drauf eingegangen. Wir sind zwar noch nicht in irgendeiner Regierung, aber wir haben schon die Agenda, die politische, in der Bundesrepublik und in Hamburg mitbestimmt. Und das ist für die Republik schon wichtig. Und das sind genau die Themen, die bearbeitet die CDU in Hamburg genauso. Die arbeitet die CDU genauso, aber die hat sie mit verursacht. Sie können alles angucken, was wirklich schlimm sich ausgewirkt hat. Die Einwanderung hat die CDU verursacht im Bund, zusammen mit der SPD. Den Linksextremismus, der uns über alle Ohren gewachsen ist und der hier explodiert ist, hat die CDU ja mit herangezüchtet sozusagen. Das höre ich jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal. Wie hat sie das gemacht? Das erinnere ich gerade so gar nicht. Die war doch von 2001 bis 2011, hat die doch CDU-Senate gehabt. Das stimmt. Teilweise mit absoluter Mehrheit. Und in Richtung rote Flora, Begrenzung, Linksextremismus hat die gar nichts unternommen. Sie bläht jetzt die Backen auf, als sei sie die Opposition für Rechtsstaat und gegen Linksextremismus. Die Senate von Ole von Beust haben das genauso mit verursacht. Also die CDU ist hier nicht Teil der Lösung, die ist Teil des Problems. Wir kommen auf einzelne Inhalte da noch zu sprechen. Ich würde Sie gleich wohl vorher noch mal einmal fragen. Sie haben ja jetzt diese Parlamentserfahrung sammeln können. Was sind denn bleibende Eindrücke über das Parlament als solche? So ein bisschen Neuling sind Sie ja noch. Nein, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir vorher Bürger waren mit einer ganz normalen Vita und dann Politiker geworden sind. Der Politikbetrieb selber ist sehr formalisiert und das Parlament ist nicht wirklich das Plenum, in dem die Entscheidungen fallen und die Reden, die da gehalten werden. Da ist viel sozusagen steril und formalisiert und schon vorherbestimmt. Und da werden Themen in die Debatten reingegeben, die die Republik nicht wirklich. Aber diesen Zwängen ordnen Sie sich ja letztendlich auch unter den Anlass, als die anderen Parteien agieren Sie letztendlich in der Bürgerschaft auch nicht. Fühlen Sie sich eigentlich dort fair behandelt oder eher geschnitten? Ja, am Anfang war das Schneiden noch ein bisschen stärker. Jetzt hat man uns kennengelernt und merkt, dass wir, ich sag das mal einfach so, da sozusagen umgänglich sind im parlamentarischen Rahmen. Mit vielen Leuten kommen wir gut zurecht. Was unsere Initiativen angeht, da werden wir immer noch geschnitten. Also unsere Anträge selbst. Da wandern die Anträge nicht in den Ausschuss, werden dann sofort abgelehnt. Da ist jetzt erstmalig. Was ja auch an den Anträgen liegen kann. Nee, erstmalig ist jetzt ein Antrag in den Ausschuss überwiesen worden. Immerhin. Immerhin, ja. Aber ansonsten ist da durchgehend eine Blockade. Wir werden sozusagen, mit uns wird umgegangen wie mit einem neuen Wettbewerber in einem System. Da geht es ja jetzt um Politik und das Land, aber es geht auch um Bürositze, um Renten, um Jobs, um Sekretärinnen. Da wird mit allen Mitteln gekämpft. Wenn wir da jetzt in den Bundestag reinkommen mit 80 Abgeordneten, dann müssen ein paar hundert Abgeordnete, Referenten und so, sich einen neuen Job suchen, die noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben. Und mit so harten Bandagen wird da gekämpft, das hatte ich nicht so erwartet. Ich habe mal gelernt, Gymnasium, Demokratie ist eine warme, weiche Veranstaltung im Vergleich zur kalten Diktatur. Wie eiskalt der Wind in der Demokratie weht, das hat man hier sozusagen erfahren. Aber wir beschweren uns nicht, das ist der Ordnungsrahmen und wir setzen uns ja auch durch. Aber mal 2,5 Jahre in der Bürgerschaft sind auch 2,5 Jahre rot-grüne Koalition in Hamburg. Versuchen Sie mal ein Fazit der Regierungsarbeit der letzten 2,5 Jahre, so kurz auf den Punkt. Ja, überlegen Sie mal, was ist Positives passiert? Da muss man lange überlegen, da kommt man irgendwie. Also Steuereinnahmen spudeln, Wohnungsbau geht voran. Also Steuereinnahmen dafür. Sie haben mich um Beispiele gebeten. Für die Steuereinnahmen kann der rot-grüne Senat auch nichts, auch die Bundesregierung nichts. Das ist eine Fehlsteuerung, vor allem auch durch den Euro. Das ist ein eigenes Thema, wenn wir darauf noch eingehen wollen. Ansonsten kann man sagen, die Elbphilharmonie ist irgendwie fertig geworden und die Bürger sind ein bisschen beteiligt worden an der Migrationsgeschichte. Ansonsten
ansonsten ist das relativ desaströs. Wenn Sie das angucken, ich beschäftige mich ja sehr mit Arbeitsmarktintegration. Das funktioniert überhaupt nicht. Der Linksextremismus, Olympia, also wir könnten hier Bildung, Verkehr, das ist hier so desaströs. Trotzdem ist mir eingefallen, wo Sie Linksextremismus sagen, dass Ihr Mitfraktionsvorsitzender Herr Kruse bei der Regierungserklärung des Bürgermeisters zu G20 sehr, sehr oft Applaus gespendet hat. Finden Sie den Bürgermeister irgendwie so im Geheimen doch gut? Das glaube ich nicht. Das konnte man von der Pressetribüne aus gut beobachten. Ich weiß nicht, was genau Sie beobachtet haben, aber da ging es darum, dass wir überhaupt G20 gemacht haben und dass das eine wichtige Veranstaltung war und dass wir uns da nicht verkrochen haben und gesagt haben, das kann man in Hamburg oder in der Großstadt nicht machen. Das muss man auf dem Flugzeugträger machen, weil die Linksradikalen haben so eine Gewalt, die darf man nicht provozieren und sowas. Da haben wir vielleicht oder hat vielleicht Professor Kruse applaudiert, aber wie das abgelaufen ist und wie die ganze Sache... Warum haben Sie eigentlich nie den Rücktritt des Bürgermeisters gefordert, so wie die CDU zum Beispiel? Ach, das ist ja Wohlfeil, sozusagen. Das ist gerade von der CDU aus, ist das eine richtige Chuzpe, weil, wie eingangs wir das kurz besprechen konnten, 10 Jahre hat die CDU selber hier regiert mit Ole von Beust, hat an diesem ganzen Linksradikalismus, der ja immer mehr sich selber herangezüchtet hat, überhaupt nichts geändert und fordert jetzt gleich den Rücktritt. Das ist natürlich lächerlich, eigentlich bis dort hinaus. Die Stadt war teilweise in bestimmten Gebieten stundenlang und ohne polizeilichen Schutz. Ja. Das muss man so sehen. Wir kennen alle diese Videos von den Horden, die durch die Stadt gezogen haben und dort Unheil angerichtet haben. Warum verzichten Sie eigentlich so konsequent an Kritik an der Polizei? Denn die hat es ja nun letztendlich nicht gerafft bekommen. Die Polizei hat alles eingesetzt, was sie überhaupt nur hatte. Nicht genug. Die hat alles eingesetzt, was die anderen Bundesländer noch hatte. Die hat eingesetzt, was Österreich und Holland noch abgeben konnte. Sie konnte nicht, keine aber Polizei müssen, der Welt kann aber eine... Man muss doch zu einem Ergebnis kommen, dass die Polizeistrategie nicht funktioniert hat. Warum auch immer, aber das Ergebnis ist doch offensichtlich. Aber das ist, Ergebnis ist offensichtlich, aber ist nicht das Problem eigentlich der Polizei. Wir sehen, wir haben hier einen Linksradikalismus in einer Macht und in einer Kraft und in einer Zahl und in einer Organisationskraft, dass selbst die auf den Punkt gebrachte Polizeimacht des deutschen Rechtsstaates republikweit mit Hilfe von Österreich und Holländern nicht ausgereicht hat, die Stadtteile gleichzeitig zu schützen. Da waren über Stunden sozusagen die Polizeidecke gerissen, dafür kann die Polizei aber nichts. Dann sagen Sie mir doch mal unterstellt, Sie haben recht mit der Beschreibung des Linksextremismus und der Herr Gauland, der ja vor kurzem hier in Hamburg war, hat das als Linksterrorismus bezeichnet. Was würden Sie denn dagegen unternehmen? Mal einfach mal unterstellt, Sie hätten recht, dass es alles so schlimm war und ich meine, die Stadt gibt es ja noch, so ist es ja nicht, wir liegen ja nicht in Schutt und Asche. Aber trotzdem, es war schlimm genug. Das würde ich Ihnen recht geben. Aber was würden Sie denn empfehlen? Es war schlimm genug. Es ist eine Entwicklung, eine explosive Entwicklung, ein explosiver Zuwachs. Da muss, ähnlich wie beim Rechtsradikalismus, da macht man das ja. Und es ist doch völlig undenkbar, dass 20.000 Rechtsextremisten ankündigen, wir marschieren jetzt auf Hamburg. Dann kündigen sie eine Demonstration an, willkommen in der Hölle. Die Kirchen sagen, bei uns könnt ihr kampieren. Und wir wollen gerne einen Führerbunker haben. Statt der roten Flora wollen wir jetzt eine braune Flora. Und der Staat soll uns das zur Verfügung stellen. Aber meine Frage war, was schlagen Sie vor gegen den... Damit das alles nicht passiert. Keine zur Verfügung stellen von öffentlichen Immobilien. Keine sozusagen Verhätschelung auf andere Art und Weise, dass die konsequent bekämpft werden, dass der Linksradikalismus bekämpft wird wie der Rechtsradikalismus und dass man nicht versucht, mit ihm zu verhandeln, zu paktieren und Verträge zu machen. Recht und Freiheit muss man erkämpfen im Alltag, jeden Tag und die Freiheit immer wieder neu und nicht mit Extremisten paktieren und Verträge machen und so nach dem Motto, wenn wir lieb sind, dann seid ihr auch lieb. Das ist eine völlige Schieflage der ganzen Republik und in Hamburg besonders schlimm. Deswegen hat es uns getroffen. Ich vermute mal, dass Sie mit den öffentlichen Gebäuden auch die rote Flora meinen? Ja, natürlich. Die muss aus Ihrer Sicht weg? Ja, aber es kann doch nicht sein. Das ist so eine Art linker Führerbunker, den der Staat auch noch bezahlt. Wie abstrus ist das denn, dass wir überhaupt die Frage stellen müssen, was wir ändern müssen? Wir haben uns hier an Sachen gewöhnt, sozusagen. Aber Sie kommen auch nicht an der Erkenntnis vorbei, dass es bis heute keinen einzigen Beweis gibt, dass anlässlich von G20 aus der Flora heraus Gewalt das sagt nicht mal die Polizei. Ich weiß doch, wer da drinne war. Der Chef der Roten Flora, der Chef der Autonomen, dieser Anwalt hat doch selber gesagt, er ist eigentlich ganz zufrieden, dass alles in Schutt und Asche gefallen ist. Nur hätte es nicht gleich vor der Roten Flora sein müssen, sondern in Blankenese und in Städten. Da zeigt sich doch alles, die tanzen uns auf der Nase herum. Dann sagen Sie mir mal, wie man das eigentlich aus Ihrer Sicht genau machen sollte mit der Roten Flora. Denn ich habe schon viele Interviewpartner gehabt und ich habe immer wieder die Frage gestellt, sagen Sie doch mal, wie das eigentlich gehen soll.
Man muss, wollen Sie dann ähnliche Zustände dann wieder haben wie auf G20? Es kann doch nicht sein, dass wenn man nur Recht und Ordnung durchsetzt und dann sich fürchtet, dass der Gegner so stark ist, der Extremistische, dass es dann nochmal eine Straßenschlacht gibt. Deswegen unterlässt man das. Man hat doch jetzt gesehen, wenn man den Weg geht, gibt es trotzdem die Straßenschlachten. Und die werden von Mal zu Mal schlimmer. 1. Mai, 1. Mai, 1. Mai. Jetzt G20, es ist immer schlimmer geworden. Die Besänftigungstour nutzt nichts mehr. Die rote Flora muss geräumt werden. Das muss sozusagen, die Eigentumsverhältnisse müssen klar gemacht werden. Das muss alles gekündigt werden. Und dann muss der Linksextremismus genau so bekämpft werden, wie der Rechtsextremismus Gott sei Dank bekämpft wird. Gut. Über die Gleichstellung von Links- und Rechtsextremismus ist schon viel philosophiert werden. Ich will noch die letzten paar Minuten kurz darauf verwenden, weil wir uns so ein bisschen festgebissen haben an dem Thema Bundestagswahlen. Nach einer heute veröffentlichten Umfrage würde die AfD als drittstärkste Partei in den Bundestag einziehen. Sie sind Hamburger Spitzenkandidat. 6% würden, glaube ich, in Hamburg reichen. Gut 6%. Was haben Sie sich da eigentlich vorgenommen? Was wollen Sie da eigentlich machen? Wie sehen Sie Ihre Rolle dann da? Das Gleiche, was wir jetzt in Hamburg gemacht haben, eine starke Stimme, eine starke, echte Opposition, beispielsweise beim Thema Migration, dürfen wir die Grenzen öffnen, können wir in 1,5 Millionen Migranten verkraften aus dem Inneren Orients und Afrikas oder müssen wir nicht für die Schutz- und Entwicklungszentren vor Ort bauen, wie der österreichische Außenminister das vorgeschlagen hat, wo wir den 10- bis 20-fachen Leuten helfen können und nicht die zu uns lassen, die 5.000 und 8.000 Dollar für die Schlepper zahlen. Also als zwei Themenpartei da agieren, einmal Flüchtlinge, einmal Linksextremismus. Flüchtlinge, Extremismus, Bildung, Verkehr. Sie können das durchdeklinieren. Würden Sie eigentlich Herrn Gauland recht geben, der hier in Hamburg gesagt hat, dieses Zitat, diese Flüchtlinge sind eine Invasion, die mit einer fremden Besatzung vergleichbar sind? Das sehen wir, da sind wir im Wahlkampf. Boah. Jeder wählt da seine rhetorischen Worte. Ich hätte es jetzt nicht so ausgedrückt direkt, aber wenn man es rhetorisch ausdrücken will. Und das ist so typisch AfD. Da sagt einer was, das ist dann vielleicht ein bisschen hart und die anderen ziehen sich da wieder zurück. Und dann weiß man nachher, da weiß man nachher nicht mehr so richtig, wo steht hier AfD eigentlich. Da sagt Seehofer das eine und dann sagt Merkel was andere und trotzdem soll die gewählt werden. Die sind meilenweit auseinander. Ich bin nicht meilenweit auseinander mit Herrn Gauland. Wir sind Hilfsorganisationen im Mittelmeer für Sie? Die Helfeshelfer der Schleuser? Man kann die NGOs nicht alle über einen Kamm scheren. Viele haben eine, und das kann man, wenn man sich näher damit befasst, eine Art von Einwanderungsfanatismus, dass sie sich zu Büttel der Schlepper gemacht haben. Und das sozusagen auf Kosten der Allgemeinheit, die sie ja nicht gewählt hat. Sie bewerkstelligen das, drücken das durch und die Allgemeinheit wird dazu sozusagen erpresst, das zu übernehmen, die Ergebnisse. Das finde ich katastrophal. Herr Bormann, das waren zu schnelle 13 Minuten. Unsere Zeit ist leider schon um. Deshalb muss ich ganz schnell zum Schluss kommen. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns im Studio zu kommen. Für die klaren Worte. Bin sehr gerne gekommen, Herr Schalthoff. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.